Nee. Wie kann ich denn da hier eigentlich noch nicht so, ne? Ich will dich. Zwei hier gleich. Alter. Ah, die ist reingekommen. Scheiße, das war's. Nein, du darfst nicht sterben. Mein Klon ist doch noch nicht fertig. Das war's. Okay, jetzt kommt der Klon. Ach, der ist schon fertig? Der ist schon fertig. Aber die Spinne ist da drin. Wo ist die Spinne? Die ist da hinten, ne? Ich hab nix. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich doch tot. Was machst du jetzt? Ja, ich muss mich der Spinne stellen. Dann renn raus und jetzt PvP hin und dann weg. Wo ist die? Komm, drauf. Renn rückwärts, renn weg. Ah! Blöde. Du Blöde. Hängt die fest? Ja, die ist hier oben. Ja. Sind hier das ganze Zeug weg, ne? Oh, nein, ich hab hier einen Grabstein. Gucke, wenn ich den Grabstein abbaue. Da, komm, bau den Grabstein ab. Kommt jetzt die nächste rein. Ich trau mich nicht zu gucken, ich muss den Grabstein abbauen. Ja, hab schon alles mein Zeug wieder. Oh. Scheiße. Du kannst nur einmal einen Klon bauen, ne? Das ging hier. Nee. Strom reicht da nicht. Nee, nur einmal kann man den bauen. Nee, man kann nochmal bauen, wenn man wieder Strom hat. Wenn man wieder Strom hat, aber du siehst, es ist mehr als die Hälfte verbraucht worden. Und hier ist immer noch Spinne. Wir müssen dann mal raus und müssen ja ein bisschen noch kommt die rein? Saplings und so holen. Wir müssen ja, mehr Dust wieder müssen wir abbauen. Ach du Blöde. Kommt die hier rein? Nee. Mein Herz, ey. Du, das ist eine große Spinne. Ah, du bist jetzt aber nicht rein, ne? Jetzt hast du vor uns auch gesagt. Ah, die war kleiner, die andere, glaube ich. Warum regenerieren wir uns auch nicht? Wir müssen irgendwie mal was hier zu essen machen. Okay, Zombie Brain. Na doch, wir können das Tommy Brain, können wir essen. Ja. Ja, indem wir es mit Salz essbar machen, genießbar. Wo ist Salz hier? Und zwar so. Ach so, genau, da kommt und dann ist das so Zombie Jerky und Zombie Jerky können wir essen. Vor allem, das war auch noch wichtig als Information ist, man kann nicht immer dasselbe essen. Ich kann nicht essen, ich bin satt. Also müsste ich mich ja regenerieren, macht er gerade, ne? Wusste ich. Ja, man kann auch nicht immer dasselbe essen, weil irgendwann wird man dann nicht mehr, wenn man immer dasselbe isst, wird man nicht mehr satt. Das bringt es irgendwann nicht mehr, weißt du? So, jetzt. Wo habe ich mein Gewehr zur Not? Was habe ich nicht auf? Das Camelpack. Ja, Camelpack und... Nein! Oh, weg! Renne! Renn weg, geh rein! Ich kann doch nicht rennen! Ich habe mein Camelpack weggeworfen, nein! Alter, du musst ein bisschen Obacht geben hier! Was ist denn da los? Wo ist mein Gewehr? Die spinnt wo, oder wie? Ist da Munition drin? Wo ist der? Wir haben nicht mehr so viel Leben, ne? Wir haben bloß 2,5. Und jetzt... Ach, das war's. Jetzt wird's warm, 38. Wo sind die Knochen? 38. Da. 38, guck mal. Ja, ich brauch die Knochen. Knochen sind ganz wichtig. Knochen, da kannst du Dinge machen. So, Camelpack. Mach erstmal das zu hier. Nee, wir müssen da hier draußen jetzt auch mal hier was sammeln. Okay, jetzt sind sie aber weg hier, ne? Gut. Ich hoffe doch. Ich habe ja auch Munition, ne? So, das Ding hier, das ist so Treibstoff, ne? Das. Hier haben wir Gehirne. Gut. Können wir Zombie-Jerky draus machen. Knochen, sehr gut. Aus Knochen können wir Werkzeuge bauen, die nicht sofort kaputt gehen. Weil sonst so eine Holzhacke oder so, ein Schlag. Kaputt. Sofort defekt. Ja? Ja. So, wir brauchen auf jeden Fall Dust und wir bauen uns hier die Sicht frei von unserem Cockpit. Dann können wir da gucken, was so draußen abgeht, ne? Und das ist, denke ich, gar nicht so verkehrt. Und hier würde ich auch direkt, das ist so eine Taktik, die habe ich mir abgeguckt von so einem norddeutschen YouTuber. Den gucke ich sehr gerne. Und der macht immer Sachen. und der hat hier so eine Grube ringsrum gebaut. Fand ich mega geil, die Idee. In die Grube hat der, da hat er immer mal das Fenster aufgemacht, weißt du, so einen Block mal rausgenommen. Und hat mal gewunken, hallo Zombies, kommt mal her. Und dann sind die Grube reingefallen, kam natürlich nicht wieder raus. Und dann hatte der immer schön Gehirne. Jetzt mach doch mal hier, komm. So. Grube, wir bauen hier jetzt eine Grube. So eine kleine Zombie-Falle. So. Ja, genau. Kleine Mob. Also einfach das, wo man die halt sammelt, wo die halt nicht rauskommen, ne? Ja. Und dann... Droppen die halt, wenn die irgendwann hier verbrennen, dann im Tageslicht des Todes, ja, dann droppen die ja Gehirne. Und halt Skelette, Knochen, ganz wichtig, weil da kriegen wir Bone Meal, können wir viel machen. Gut, Bone Meal kriegen wir auch aus dem Siffen, das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber halt so mal ein paar Werkzeuge bauen oder so, bin mir gar nicht... Nee, das können wir auch aus Bone Meal bauen. Wofür brauche ich zwingend Knochen? Irgendwofür brauche ich doch zwingend Knochen. Ich bin mir echt gerade unsicher. Huh.
Also wir bauen dann auch erstmal Werkzeuge. Das ist, denke ich, auch wichtig. Dafür brauchen wir Holz. Holz, viel Holz. Also müssen wir natürlich Bäume bauen. Also Bäume bauen, Bäume pflanzen, ernten, hacken. Wir brauchen Werkzeuge. Und dann brauchen wir da so Pattern. Kennst du das schon? Nee, ne? Nee. Da baust du so wie Schablonen sozusagen. Und da kannst du dann Bodenmehl reindrücken, pressen. Also so sinnbildlich. Ja. Nicht wirklich pressen. Ja. Und dann kannst du da Werkzeugteile draus bauen. So, das machen okay. wir zu, damit die nicht wieder rauskommen. Da haben wir ja unsere Grube. Da können wir dann so ein bisschen die Zombies und sowas sammeln. So, 37, sieht gut aus. Ja, ich habe das Camelpack auf. Ja. Ist da noch was drin? Das ist schon fast alle. Aber das ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Da ein bisschen Holz wieder, ist gut. Da können wir auch Kisten nachher wieder machen. Genau, das Krux. Ist auch wichtig. Oh, und wir müssen erstmal Werkzeuge bauen. Guck mal, wie das dauert hier. Wir bauen erstmal Werkzeuge. Und wir müssen noch ein bisschen questen. Wir müssen heute so eine Quest machen. Und wir müssen siffen. Wir brauchen Steine, wir brauchen einen Ofen. Alter, sieh aus. Ohne Ofen hier nichts los, ne? Ja. Vor allem, haben wir denn noch Crook? Wir haben gar keine Crook. Oh, oh, jetzt despawnen die Blätter. Aber wir haben zur Not noch ein Sapling, ne? Wir haben noch einen. Ja. So. Stückchen. So. Crook. Kein Platz im Inventar. Na super. Super. Das haben wir da gefickt eingeschädelt. Aber das bleibt hier drinnen liegen. Das ist ganz gut. Was haben wir denn hier eigentlich alles, was wir jetzt gerade gar nicht brauchen? Wir brauchen den Koppel nicht, wir brauchen das Ding nicht, wir brauchen die Leitern nicht, wir brauchen das Ei nicht. Jetzt haben wir einfach mal alles weg. Wir brauchen gerade das Salz nicht. Die Gehirne brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen die Steine gerade nicht. Das muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Ah, die Kiste ist voll. Verdammt. Ich sag doch, wir müssen Kisten bauen. Was ist denn hier los? Dann bau doch mal schnell. Die Munition, die müssen wir möglichst behalten. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Wir hauen die Knochen hier raus, wir hauen das Mehl hier raus, wir hauen das Glas hier raus. So komische Samen. Das brauchen wir alles. Noch den Wurm, den Toast. So. Crooks. Da. Wir hatten noch eine Crook. Drei. Wir hatten noch eine Crook. Oh. Wisst ihr, was wir dort nur pennen hier? Du pennst. Ja, mit dem Apfelbaum noch, den willst du erstmal. Der ist ja da, ne? Der, ja. Ne? Da wachsen Äpfel, siehst du. So. Ah, ich krieg hier schon wieder Puls. Wenn jetzt hier irgendwo wieder was kommt, weißt du, so, wo du nicht mit rechnest und. Was haben wir denn immer für ein Glück mit so hohen Bäumen? Ja, ich weiß auch nicht. Normalerweise freut man sich drüber, aber. Ja, das nächste Mal setzen wir die. Wir legen die Erde tiefer. Einfach tiefer, ja. Genau. Da kommt es so in Griffposition sozusagen. Genau. So, was haben wir noch? Sapling nicht dabei. Sieht so eine Körpertemperatur aus 37 Grad, das ist alles noch okay, das ist alles noch im Rahmen. Schön hier krucken. Gucken, nicht? Geht das da oben noch? Und noch ein bisschen einen kleinen Schutzwall bauen noch? Ja, dann? Das müssen wir machen. Gucken. Aber die erste Crook schon wieder weg hier. Das war schon die zweite Crook, die weg ist, ne? Ja. Da ist nochmal ein Würmchen gewesen. Nein! Das war ja klar. Na gut. Wir haben schon wieder sechs Saplings. Okay. Wir brauchen das Holz. Dann müssen wir erstmal richtig schön snippen. Give me wood. Und dann müssen wir seven. Das wird langweilig, ne? Naja. Die ganze Zeit siffen. Gehört auch dazu. Ja, das ist irgendwie habe ich gehört, das ist Teil des Spiels. Ja, daraus findest du halt die ganzen Staubdinger, aus denen du halt wieder Blöcke machen kannst, aus denen du wieder was anderes machen kannst, was du brauchst zum Überleben hier. In der alles, Wüste. Alles brauchen wir zum Überleben. Und, total abgefahren, hier gibt's noch Riesenstädte. Ja, das hab ich gehört, aber ob das. Ja, die. Hier ist auch, ich hab das in einem anderen. Ich geh jetzt erstmal rüber, lass mal den Baum da stehen. Ich will jetzt mal die Erde ein bisschen tiefer legen. Passt das hier? Ja. Wir legen jetzt die Erde tiefer und dann können wir den Baum hoffentlich bequemer abbauen. Hm. So, das Camelpack scheint leer zu sein, denn unsere Wasservorräte gehen nach unten. Genau, das Camelpack ist leer. Aber das stört uns jetzt gerade noch nicht so. Ist das schlau, die Waffe wegzulegen? Naja, jetzt geht's noch. Ja, jetzt geht's noch. Tagsüber so. Kommt ja irgendwie immer keiner. Also es kommt ja immer aber keiner. Guck mal, es ist schon wieder gleich nachts über, weißt du? Nicht mehr tagsüber. Wir lassen den Baum hier mal noch wachsen. Okay, komm. Solange wie das Sonnenlicht da ist. Und hier kommen wir auch ran. Wir haben auch noch einen Stack jetzt von dem Dust. Da können wir dann zwei, auch wenn nachts. Zwei. Da können wir auch nachts in Ruhe. Sieben. Oh, oh, die Sonne geht unter. Wenn jetzt hier gleich was spawnt, sind wir so am Arsch. Ja, warte mal kurz. Wie viele Saplings haben wir? 8? 9? Komm, eins noch. Ja, möglichst zwei, ne? Ja. Ach komm, drauf geschissen. Komm da. Da ist noch einer. Ne, jetzt gehen wir rein. Sonst wird's echt gefährlich.
So, so, haben wir irgendwo irgendwas vergessen? Eine Lücke, irgendwas, wo was reinkommen könnte? Nee, ne? Nee. Hier unten leuchtet's, hier drinnen leuchtet's. Das haben wir soweit. Ist das hell genug? Ja, ja, ne? So, ich hoffe. Wir können die Gehirne übrigens auch einfach trocknen, indem wir die hier dranhängen. Da trocknen die dann so mit der Zeit. Oh, häng da mal eins dran. Hier drüben war auch noch so ein Aufhängeding. So. Und wir können noch welche zu Zombie-Jerky machen mit dem Salz, was wir weggelegt haben. Das ist schlau. Salz, Salz, Salz. Oh, nur drei. Okay. Was drei war? Salz. Ist jetzt nicht so die Wonne, ne? Was ist das noch oben da oben alles gewesen? Was meinst du? Da waren die ganze Staupartikel, was war es noch alles? Na so Eisenohr und so Dust. Da kannst du dann wieder Blöcke draus machen und die dann wiederum schmelzen. Ja. Und dann kriegst du für so einen Block dann halt ein Ohr. Wir haben hier zur Not noch Beef Jerky. Wir müssen nämlich mal echt jetzt mal langsam was essen hier. Obwohl es ganz gut ist mit dem Essen. Ne? Ja, gerade geht's noch, ne? So, voll? Ja. Hm? Nee. Er hat uns angezeigt, dass wir voll wären, wenn wir es noch essen würden, so rum. Okay. Okay. Also, Sieben. Hauptaufgabe. Was probierst du jetzt zu kriegen? Steine für einen Ofen. Dann können wir aus dreckigem Wasser sauberes Wasser machen. Wir können aus dem Dust, den wir hier rauszipfen, Eisenohr machen. Mhm. Also Eisen-Ingots, Blöcke. Barren. Barren heißt es. Mhm. Ne? Genau. Und daraus können wir eine Schere bauen. Daraus, mit der Schere können wir die Blätter direkt abhacken, können dadurch noch mehr Wasser machen, weil das wird eng mit der Zeit. Das stimmt, ja. Wir brauchen eigentlich unbedingt eine Schere. Wir brauchen unbedingt eine Schere. Und wir können auch aus den Blättern dann Erde machen. Da bauen wir uns einfach so Holzfässer. Hm. Und aus den Holzfässern, also in die Holzfässer schmeißt du Erde rein und die wird kompostiert. Er schmeißt die Erde rein. Sag mal. Alter. Da schmeißt du die Blätter rein oder Sepplinge, kannst du auch reinhauen. Ja. Da brauchst du acht Blätter für oder acht Sepplinge, dann ist das Fass voll, dann kompostiert das und wird Erde draus. Ne? Das ist so Kompost, kennt man. Ja. So aus dem Garten, ne? Und das ist jetzt interessant. Und zwar brauchen wir 10 Sepplinge oder 10-mal Blätter in unserer elektrischen Maschine, um eine Flasche Wasser zu machen. Wir brauchen aber nur 8 Sepplinge oder 8 Blätter, um einen Block Erde zu machen. Und aus dem Block Erde kriegen wir auch eine Flasche Wasser, die wir dann allerdings noch kochen müssten. Mhm. Aber wir brauchen A, keinen Strom dafür. Das ist gerade jetzt in der Anfangszeit interessant, weil wir den ja nicht haben. Ja. Und wir kriegen aus weniger Blättern mehr Wasser, so insgesamt. Das ist so der, ne? 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 Sag doch mal was. Ja, das ist richtig. Das ist aber geil, ne? Ich überlege gerade, ob wir noch mal mehr Platz haben. Ja, wir brauchen eine Kiste. Winter, weil brauchen das ist schon ja plus, nicht, dass es dann ist ja alles Quatsch. Das spawnt dann irgendwann, ja. Ja. Also das haben wir hier mal rein, das haben wir hier mal rein, hier rein. Holz haben wir ja genug. Hier rein. Und dann bauen wir mal schnell eine Kiste, ey. Hab ich jetzt wieder keinen Platz im Inventar? Doch, geht noch. So, das sind 8, das ist eine Kiste und das ist eine doppelte drin. Kiste, das nehmen wir raus. Das ist geil, ne, an dieser Crafting Station. Das bleibt alles drin bleibt, das ja. Ist geil, ja. So, da haben wir eine doppelte Kiste, da sollten wir erstmal Platz haben, ne? Ja. So, Jerky weg. Wo stellen wir die hin? Stellen wir was mal rüber, hier oder? Rein, genau. So, das Glas da würde ich gerne mit der Zeit rausnehmen. So, und hier hauen wir jetzt mal alles rein, was wir ziffen. Da hole ich das nochmal von drüben, der ordnungshalber. Ne, den Stein, den hätte ich gern einfach hier im Inventar. Damit ich sehe, wie viele Steine wir haben während des Ziffens. Ja. Das gibt mir ein besseres Gefühl. Klingt komisch, ist aber so. Ist denn hier noch, nee, sonst ist so alles nur so Geraffel, ne? Du willst also das ganze Ziffzeug, willst du alles da in die Industrie? Genau, das nehmen wir jetzt. Die falsche Taste gedrückt, hier. Das nehmen wir jetzt alles mal raus. Weil bringt ja nichts, wenn wir dreimal den gleichen Stack in drei verschiedenen Kisten haben und dadurch Platz verbauen. Ja. Das kann sich ja hier ruhig alles schön stacken. Kannst du schön stacken. Snacken. Nicht stacken. So. Aluminiumpulver. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Haben wir zum Beispiel Goldohr, ne? 4 Stück. Ja. Zeige ich dir jetzt mal. Die nimmst du so in dein Dingsbums-Inventar-Dingsbums hier so zusammen. Dann wird da so ein Goldohr-Dust draus und den kannst du so wie er ist in den Ofen hauen und schmelzen. Ne? Musst du aber einen Ofen für haben. Ja. Ne? Machen wir jetzt. So. Müssen ja vorwärts kommen. Muss ja auch mal was passieren. Oh, ich habe mir das Gefühl, mir schläft die Hand ein hier. Das ist, ja, das ist, also man muss dazu erklären, meine Grafikkarte ist ja jetzt noch nicht so imbar. Deswegen kann ich halt bisher noch nicht gut aufnehmen. Das, ja, gerade mit dieser Mod, die braucht ein bisschen mehr Leistung.
Da ist das schon so eine Geschichte. Deswegen sitze ich jetzt beim Fexer zu Hause und wir nehmen an den seinem Rechner auf. Und der hat eine, ja. Was willst du denn sagen? Also, nee, Arbeitsplatz darfst du das nicht nennen. Also, nee, ist es ja nicht. Nee, also, der hat seinen Rechner ja am. Darf ich das sagen? Naja, klar, kannst du. Darf ich, ja? Ja. Ja? Der hat ja seinen Rechner am Fernseher angeschlossen, ne? Weil der gute Mann, der hat ja keinen Computerbildschirm, ne? Nee. Deswegen muss er dummerweise seinen riesengroßen Flat-Fernseher hier benutzen. Und dann ist die Tastatur und die Maus natürlich auf dem Couchtisch. Ja, ja? Genau. Und man kann sich vorstellen, ist ja relativ klein, ne? Man sitzt auf der Couchtisch ist so hoch wie die Couch und ist ja eigentlich die ganze Zeit nach vorne gebeugt, gebückt, mit so einem Buckel. Man stützt sich so sein halbes Körpergewicht auf dem Handgelenk hier so ab, ne? Ja. Das ist also unbequem, ja, das ist ja noch geschmeichelt. Aber, naja, man gewöhnt sich dran, ne? Ist bei Daisy mal bei der Aufnahme auch, muss ich auch mal kurz öffnen und sagen, ich muss mal kurz die Hand ein bisschen ausschütteln. Ja, das irgendwann hört das ja auch mit dem Blut dann auf, so. Na eben. Wir machen jetzt hier mal so die Strings rein, Eier rein, hier hat man schon so Essenzeug, hat man ja schon drin, machen wir Zombie-Dingsbums, Gehirn rein, Wurm rein, Jerky rein, die Batterie kommt ja wieder rein, hier können wir auch mal, nee, Wasser, das reicht schon nicht mehr, ja. Wir haben ja aber, was habe ich jetzt genommen? Ach, das ist das Quest-Ding, das brauchen wir dann auch noch für eine Quest. So, das ist auch noch so Sift-Zeug. Sift-Zeug? Ja. Und jetzt packe ich hier mal noch so Wasser rein, würde ich. Haben wir noch so eine Cold Water? Nee, das Essen können wir noch wegpacken. Die Zepplinge packe ich hier mal rein. Die French brauchen wir noch. So. Können wir hier noch was mitnehmen? Das. So. Packen wir jetzt hier noch rein. Oh, das ist ein, ne? Man ist ja, das ist wieder die Wasserflasche für ein. Das ist aber auch, ne? Eine Aufregung hier. So, wir haben schon 15 Redstone. Krass. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir ja gar nicht. Ne, bis Schaltung jetzt, also, rein, ja. Brauchst eine Schaltung rein, dass du nicht immer die Sand. Guck mal, wir haben 18 Steine. Aber das ist halt, das sind halt noch nicht genug, ne? Nee. It's not enough. Wir nehmen das Gewehr hierher, falls wir nachher wieder rausgehen. Das Questbook. Sollen wir schon mal dann Pattern probieren? Ja, ich weiß nicht. Wir warten jetzt, bis Tag wird. Dann mache ich das Camelpack nochmal fertig. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir draußen eine Wand bauen. Ist das eine Idee? Das ist eine Idee, dass wir einen kleinen Schutzwall uns errichten. Ja. Damit hier nicht alles reinrennt. Obwohl es eigentlich ist, sag mal, ist ja gut. Wir hatten doch schon Cobblestone gemacht. Wir können doch schon. Wir schon Cobblestone gemacht? Wir hatten doch schon zwei Cobblestones irgendwo. Wo hat man die? Oh, guck dir das an. Ach, Tatsache. Wir können schon einen Ofen bauen. Geil. Hier. So. So, da ist noch ein Stone übrig. Da haben wir schon 7. Geil. Brauchen wir 6. Denn, da kannst du so Slabs draus machen. Und aus den Slabs kannst du einen Slab-Ofen machen. Zack. Das ist richtig geil. Wir haben einen Ofen. Wir haben einen Ofen. Kannst du dir das vorstellen? Aber dieses Slab-Ofen finde ich auch ziemlich cool. Wo tun wir in den Ofen hin? Na hier mit der Anfang rein, genau. Oder hier in die Ecke, hier oben so. Oder ganz unten. Ganz unten oder ganz oben? Hin. Ganz oben. Du musst doch auch mal was sagen. Ganz ne? oben machen wir. Ganz oben. Ganz oben. So. Zack. Da machen wir jetzt, nee. Was machen wir jetzt? Wir machen da jetzt mal Holz rein. Und dann? So, 8 Stück erstmal. Und dann gucken wir mal, wie viel Eisenohr wir schon zusammenkriegen. Hier haben wir das ganze Gesifte. Also Gesiffe. So ein Siff. Wie viel haben wir denn? Ich habe erstmal alles, was gesifft war, rein. Es kommt hier auch noch die Kurbel mit rein, kommt der Stein mit rein, kommt das mit rein. Das mit rein. So, was haben wir denn hier? Das ist Lead, das ist Copper, also Aluminium, Kupfer, Gold, Silber, Tin, Iron, da war es Iron. 16 Stück. 16, das sind Boah. Ja schon, das sind ja schon 4x4, ne? Das sind ja schon 4 Iron kann man jetzt, Ingots. Die können wir jetzt in den Ofen tun, da können wir was brennen. Da können wir Iron Ingots draus machen und dann können wir 2 Scheren bauen. Das ist Geil, schon mal, perfekt. Ne? Jetzt brauchen wir das Saplings. Schon haben los. Wir noch Saplings? Draußen wird's Tag. Wir müssen das Camelpack vorbereiten. Haben wir noch Saplings? Ja, die habe ich drüben weggepackt in die Kiste. Weil, das ist ja geil, dann können wir jetzt die Bäume machen, dann können wir. Achso, das war dann können, Und dann können wir mit der Schere rangehen, dann können wir noch mehr Saplings kriegen. Also, das ist ganz gut. Und vor allen Dingen, wie kriegt man eigentlich jetzt eine neue Batterie denn? Also, wir brauchen die. Na, wir brauchen sowieso einen Stromgenerator, da können wir die Batterie auch wieder aufladen. Hat bitte noch so eine Batterie Problem. Sogar? Ja, wir hatten noch eine. Wir können noch ein bisschen was machen, aber. Ja, wir müssen dann noch mal was machen, ne? Weißt du, was wir noch machen müssen? Was denn? Wir bauen gleich mal so ein Fass, dass wir Erde machen können. Okay, wie viel brauche ich das schaffen davon? Wir auch. Gut. Nee, da brauchen wir so viel, glaube ich, ne?
Also ein Fass reicht ja erstmal. Dazu braucht man unten so einen Slab. Ja. So, der kommt hier unten als Boden rein in das Fass. Und dann so. Dann hast du ein Fass. Ah, so ein Barrel-Dingsbums. Barrel. Ja, ein Barrel. Und da ist ein Enderman, guck nicht. Packen wir mal, wo packen wir das mal hin? Wir müssen mal irgendwie mal, wir müssen uns mal hier so... Wir müssen uns aber auch ein bisschen sortieren. Da geht es ja nicht um schön und bauen und hübsch sein. Da haust du so Blätter rein, und dann kommt da Erde. Ja, du klopfst das nicht. Erde, doch, doch, doch. Oh, Alter, geil.